Eminence HW. Wir kommen nochmal zu einem jungen Dreijährigen an der Hand hier und kommen noch einmal zum Ausnahmevererber Escamillo. Dimaggio Sandroid. Ja, Dimaggio Mutter ist ja immer was Besonderes. Dimaggio ist sicherlich aus dieser ganzen Sorte ein besonderer Hengst. Der war ja lange in England stationiert, kam dann Gott sei Dank nach Deutschland, war ja Weltmeister seiner Zeit, Bundeschampion, dieser außergewöhnliche Vererber. Hat ja ganz dolle Nachkommen, wenn wir an Duke of Britain denken und der Frederick Wanders. Dann Rosetta, viele gekörte Söhne, bereits auch einen aus dieser Rosetta von Veneno. Die Großmutter hier über Sandohit, nochmal ganz hervorragendes veredler Blut. Dann kommt feiner Stern, Pik Bube. Und ganz hinten kommt der Westfale Romadur 2. Das ist der Stamm des A-Dur von Argentinus, Diocese von Dancier, First Dance von Fürstenball, Nintendo, Dream of Glory und so weiter und so weiter. Auch eher spät geboren, ich glaube Ende Mai. Dieser ganz interessante Sohn des Escamillo, vor allen Dingen mit der Blutführung, Dimaggio Sandohitz. Sicherlich auch hier wieder Reitpferdeblut vom allerfeinsten. Dankeschön. Eminence HW, der Escamillo-Sohn. Ah, das ist schon einiges, was sehr, sehr gut gefällt. Er glitzert aber schön. Wer hat ihn denn so schön fertig gemacht? Eieiei. Karneval ist doch vorbei. Stefan, Dankeschön.